Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema DMX. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr in die Praxis gehen. Und ich möchte ja ein bisschen was mit ArtNet machen und eben dafür einen Controller verwenden, logischerweise. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema DMX beschäftigt, dann stolpert man immer wieder im kompletten Internet. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber im kompletten Internet gefühlt für mich stolpert man früher oder später immer wieder über den Namen Ulrich Radig. Und der Ulrich Radig, der ist eben bekannt auch als DMX-Freak, so wie ich das verstehe. Und der entwickelt eben auch eigene Controller und Hardware und so weiter und verkauft ihn in seinem Online-Shop. Genau dort habe ich mir auch hier eben so einen ArtNet-Controller besorgt. Das ist jetzt hier ein Bausatz, aber ja, also der Bausatz ist relativ einfach, denke ich. Die ganzen SMD-Komponenten sind schon drauf, wie man das von Homematic-Bausätzen eben auch kennt. Also sollte super schnell zusammengelötet sein. Wie gesagt, die Komponenten hier habe ich mir selber gekauft, ist jetzt hier also nicht gesponsert oder so. Ich habe einfach nach Controllern gesucht und wenn man da nicht mehrere hundert Euro ausgeben möchte, dann landet man immer wieder im Shop, wie gesagt, von dem Ulrich. Und ja, das würde ich sagen, bauen wir das mal zusammen, nehmen das Ganze in Betrieb und gucken mal, dass wir unseren Controller hier an den Start bekommen, dass wir so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln, wie das Ganze eben funktioniert. Weil ArtNet funktioniert natürlich sowohl in I.O. Broker als auch in FEM dann hoffentlich. Also da gibt es Module, vielleicht muss ich da aber ein bisschen selber noch entwickeln und so weiter. Das sehen wir dann aber in den nächsten Videos. Jetzt nehmen wir erstmal den Controller in Betrieb und schauen, dass wir das Ganze ans Laufen bekommen. Viel Spaß hier auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir doch mal, dass wir das hier auseinander bekommen. Ich habe gerade die Tüte schon aufgeschnitten und viele Teile sind es wirklich nicht. Ja, und das ist wirklich auch schon alles. Eine Anleitung braucht man hierfür nicht wirklich. Einfach alles hier irgendwie reinhauen. Dahin wahrscheinlich, dahin. Und bei dem Jumper müssen wir mal gucken. Der kommt wahrscheinlich hier hinten hin. Ja, und das war dann eben auch schon alles. Und mehr müssen wir gar nicht zusammenlöten. Und das machen wir jetzt mal eben. Also, das ist also hier ein Bausatz. So sieht das Ganze jetzt von unten aus. Also im Endeffekt musste ich nur diese drei Lötpunkte setzen, diese drei und diese drei hier. Und das war es dann auch schon. Und das ist wirklich innerhalb von 5 Minuten hier erledigt. Und damit ist der Bausatz jetzt ja, abgeschlossen. Und wir können uns schon dem Setzen der IP-Adresse eben widmen. Hier vorne an dem Gerät, das haben wir gerade aufgelötet, finden wir noch so einen Jumper. Und den Jumper dürfen wir jetzt in diesem Fall hier nicht setzen. Wenn wir den so setzen, wie er jetzt hier ist, dann werden eben DMX-Signale, die hier anliegen, in das Netzwerk geleitet. Aber wir wollen ja vom Netzwerk zu DMX, also als Output das Ganze benutzen. Und deswegen müssen wir den Jumper abziehen. Wenn wir den hier nach links stecken, können wir darüber auch die Werkseinstellungen eben wiederherstellen. Ja, ist vielleicht immer ganz wichtig, wenn man den verkaufen möchte oder sonst irgendwas. Oder eben zurück in den Auslieferungszustand möchte. Das heißt, wir betreiben den jetzt hier ganz ohne Jumper. So, ich habe hier gerade ein Netzwerkkabel angeschlossen und eben die Stromversorgung. Das Netzteil habe ich direkt im Shop mitbestellt. Das ist ein 12 Volt Netzteil mit 1 Ampere. Und das beides schließe ich jetzt eben an. Also das kommt natürlich in die Steckdose hier. Und das Netzwerkkabel verbinde ich erstmal direkt mit meinem Rechner hier. Und dann machen wir unter Windows weiter, weil da muss ich dann eben eine IP-Adresse hierfür vergeben. Das Ding hat natürlich auch eine Standard-IP, aber die passt nicht zu meinem Netzwerkbereich und deswegen muss das natürlich einmal geändert werden. Ja, ich bin jetzt hier in meiner virtuellen Maschine von Windows, weil die Software, die wir jetzt brauchen, um die IP-Adresse zu ändern, gibt es eben nur für Windows, leider. Und hier oben suche ich jetzt einfach mal DMX Workshop, denn so heißt das Ganze. Hier finden wir dann auch schon das Produkt. Da klicke ich dann einmal drauf. Das kostet auch nichts, aber ist eben hier nur für Windows, wie gesagt, verfügbar. Jetzt scrolle ich ein Stück runter und dann lade ich das Ganze hier runter. DMX Workshop Software Download. Und bei mir lädt er dann hier eben ja, eine Exe-Datei runter. Ich weiß gar nicht genau, welche Version das ist und die installieren wir jetzt natürlich erstmal. Ja, der Download ist fertig. Ich klicke also einmal hier drauf und dann schauen wir mal, dass wir das Setup fix durchklicken. Das sollte ja wirklich nichts Besonderes sein hier. Hier muss ich einmal Ja sagen natürlich, weil der Herausgeber unbekannt ist. Ich hoffe mal, das Ganze läuft auch auf Windows 10, aber ich denke schon. So, einmal Next. Das müssen wir natürlich akzeptieren, haben wir alles gelesen. Username lassen wir einfach alles mal so. Hier ist der, das Verzeichnis, wo das Ganze hin installiert wird. Ich lösche hier immer ganz gerne den Firmennamen dazwischen weg, weil mehr werde ich mir von denen ja nicht installieren. Mache das Ganze also einmal so und sage dann Next. Und dann sagen wir Anyone who uses this computer, also für alle Benutzer. Ja, und dann starten wir das Programm auch direkt. Einmal auf Finish klicken und dann können wir die IP-Adresse jetzt auch gleich schon festlegen. Ja, jetzt geht hier nochmal Bitdefender an und da sage ich natürlich erstmal Zugriff zulassen. Hier hake ich mal alles an.
Ist ja eh nur meine VM, die ist ja gar nicht jetzt hier im Internet irgendwie vertreten. Ja, und jetzt müssen wir hier eigentlich das Netzwerk auswählen, aber ich bin ja hier in einem anderen, ja, von der Fritzbox über DHCP und das heißt, jetzt muss ich erstmal hier in meiner Netzwerkkonfiguration gerade die IP-Adresse ändern. Gehe dann hier auf die Eigenschaften, gehe dann hier einmal auf diesen Teil und gebe mir dann hier eine IP in dem gleichen Netzwerk und das wäre dann ja hier die 0 und dann mache ich mal 12 oder sowas. Subnet Mask wird automatisch ausgefüllt, Gateway lassen wir leer und DNS auch. Drücke ich einmal OK und dann können wir hoffentlich hier gleich weitermachen. Dann klicke ich nämlich hier einmal drauf und jetzt kann ich hier sagen Refresh und dann aktualisiert er eben hier die IP-Adresse. Und jetzt steht hier 0.12 und die benutzen wir hier natürlich. So, einmal OK und dann sollte die Anwendung auch sofort starten. Ja, hier ist das Ganze auch schon. Ich mache den Rest mal kleiner hier. Das ist also jetzt hier DMX Workshop. Jetzt klicke ich hier als erstes auf die Node List und hier sollte unsere Node auf jeden Fall auch auftauchen. Und hier sieht man auch, dass die IP 99, also im Netz 0, IP 99 eben dann der Standard ist. Ja, und die IP-Adresse ändern wir jetzt, damit wir diese Node hier quasi in mein normales Netzwerk mit aufnehmen. Dann kann ich die nämlich auch direkt an den Switch anschließen und muss die nicht über meinen Rechner hier betreiben. Das Ganze ist auch denkbar einfach. Ich mache hier einfach einen Rechtsklick drauf, sage hier Advanced und dann eben Configure IP Address. Ja, und hier können wir jetzt eine IP festlegen und hier wähle ich jetzt eben die 178 und dann muss ich hier hinten eine IP festlegen, die es noch nicht gibt. Und die muss natürlich außerhalb von meinem DHCP-Adressbereich liegen. Ansonsten könnte es sein, dass der DHCP-Server Adressen vergibt, die genau dieser Adresse entsprechen. Und dann gibt es natürlich IP-Adresskonflikte. Deswegen einmal im Router schauen, ja, wie groß der DHCP-Pool ist und wo es sicher ist, eben IPs zu vergeben, die nicht vom DHCP vergeben werden. Das habe ich gerade schon nachgeschaut und ich nehme jetzt hier die 13. Ja, den Rest lasse ich so. Subnet Mask passt und dann sage ich einmal OK und dann wird hoffentlich hier die IP entsprechend aktualisiert. Ich drücke hier also einmal Refresh und dann sehen wir hier auch schon die neue IP-Adresse. Ja, und jetzt kann ich alles wieder zurücksetzen. Das heißt, in meinen Netzwerkeinstellungen hier würde ich jetzt auch wieder auf den DHCP wechseln, weil sonst passt das Netzwerk hier von mir natürlich gerade nicht mit dem überein, was ich jetzt auf der ArtNet-Node vergeben habe. So, und dann sollte das Ganze auch weiterhin funktionieren. Jetzt muss ich natürlich in diesem Zustand die Netzwerkverbindung trennen. Das heißt, jetzt darf die ArtNet-Node nicht mehr direkt mit meinem Rechner verbunden sein, sondern muss dann eben an den Switch in das Heimnetzwerk irgendwie, genau wie mein Rechner auch. Und dann sind eben alle im gleichen Netzwerk, logischerweise. Ja, das habe ich jetzt erledigt. Ich habe gerade alles wieder umgesteckt. Jetzt klicke ich auf die Node-List, klicke einmal auf Refresh und dann habe ich hier eben meine Node gerade schon. Und alles ist so, wie wir uns das vorstellen. Die Node ist in unserem Netzwerk und jetzt können wir eben mit DMX hier schon arbeiten. Ja, und aktuell ist es so, dass im Standard, soweit ich weiß, auf allen Kanälen hier die 255 gesendet wird. Und dann können wir eben anfangen, jetzt hier bald erste Slaves und so weiter anzuschließen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Video. Und die Basiskonfiguration von unserer ArtNet-Node ist hier jetzt an dieser Stelle erstmal abgeschlossen. Nochmal eine kleine Ergänzung. Ich musste gerade DMX Workshop doch nochmal neu starten und dann fragt er mich auch nochmal nach dem neuen Netzwerk, weil jetzt bin ich hier natürlich im richtigen Netzwerk. Meine virtuelle Maschine hat hier die IP 84 am Ende und jetzt finde ich auch die Node hier korrekterweise. Gerade war die zwar auch da, aber irgendwie noch aus dem Cache. Das heißt, ruhig DMX Workshop einmal neu starten, wenn man eben die IP von dem Host hier einmal ändert. Ansonsten kommt der vielleicht ein bisschen durcheinander. Ja, aber das soll es auch gewesen sein. Das ist der aktuelle Stand hier. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Das war jetzt also schon der zweite Teil und in den nächsten Teilen schließen wir dann auch noch weitere Hardware an, also besorgen uns die ersten Slaves dann eben, um LED-Stripes anzusteuern und die zu dimmen. Und in weiteren Teilen schauen wir dann, dass wir das Ganze in IO Broker, FEM, Node-RED und so weiter integriert bekommen. Würde mich sehr freuen, wenn du dabei bleibst. Das klappt, indem du Abonnent von dem Kanal wirst, was du hoffentlich schon bist. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich wie immer. Ja, schreib doch gerne in die Kommentare, was du zum Thema DMX noch sehen möchtest. Ob das Ganze relevant für dich ist, ob du DMX vielleicht schon im Einsatz hast und was du damit alles anstellst, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Daumen hoch nicht vergessen und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.